Das ist ja weniger geil. Finden aber beide sehr gut halt an Barrett. Ach, Wedge, wegen deiner Scheißkatzen. Echt jetzt. Oh. Mit dem Auftritt von Kitsith habe ich nicht gerechnet. Verlustreiche Schlacht, ja, so kann man das ausdrücken. Doch, so kann man das ausdrücken. Oh boy, oh boy. Tja, so ist das, so ist das. Eine Welt in Trümmern. Das war definitiv seine Stimme. Hier drüben sind wir. Hier drüben sind wir. Nicht tiefer. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht?
Das kann man so oder so sehen. Barretts Hand ist einfach mal so groß wie Tifas gesamter Rücken. Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Aerys doch gesagt? Aerys? Das Mädchen, das sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey! Wo willst du hin? Tja. Wo wollen wir hin? Gute Frage. Gehen wir erstmal hier durch. Einfach mal durch enge Spalten quetschen, wo Barret hoffentlich nicht durchpasst. Huiuiuiui. Das war doch kein Sektor 6 halt, ne? Alles kaputt hier. Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aerys Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aerys abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Ist okay. Schnell weiter. Naja, bloß nicht sich den anderen gegenüber öffnen, ne? Eine riesige Lücke klafft in der Platte. Warum sind wir jetzt hier im Wallmarket? Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Was ist denn? Tja, ja. Wir brauchen so ist das. Künftig Materialladen. Sektor 7
Bei dem war ich noch nicht. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ernsthaft, du willst was kaufen? Ja. Zeig mal her. Vielleicht hast du was, irgendwas Interessantes. Nö. Also was du hast, habe ich entweder schon. Oder, ich brauch's nicht zwingend. Von daher lassen wir das. Wir brauchen Notunterkünfte für die Autos. Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davon gekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Ja, immerhin. Immerhin, ey. Ist es wahr? Okay, na denn. Auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Verstehe. Also, grundsätzlich war Jesse schon tot. So hart wie es ist, aber, ne? Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Mensch, Cloud ist richtig mitfühlend. Das kenne ich so gar nicht von ihm. Was hast du mit Cloud gemacht? Hast du ihn entführt? Hm, naja. So, dann rennen wir hier mal weiter, weiter, weiter. Immer heiter, immer weiter. Bis wir in Sektor 5 ankommen. Immer gerade durch. Da lang geht's tighter. Immer tighter durch, bis nichts mehr kommt. Das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller! Heb die Füße an! Gib halt das Tempo vor. Ja, ja. Sind wir hier noch richtig? Hm. Ah, okay. Wir sind schon hier. Das ist, ja, gut. Das sah mir gerade nicht so aus, ne? Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. So, der Helmchenhof. Und dann wollen wir hier doch mal zu Aris nach Hause. Was ist das Haus? Marlene! Hilton! Hilton! Einfach mal in die, ins Haus reinrennen. Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Die Kleine schläft oben im Bett. Nicht mehr lange. Sie schläft nicht mehr. So wie Papa gerade gebrüllt hat. Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Alles gut. Am besten, ihr geht auch nach oben. Ja, du bist noch grantiger als im Original. Marlene, ein Glück, du lebst. Aris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich
hatte Aris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Aris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Man hat ja sonst nichts zu tun. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Na, das ist sie immer noch. Leider. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten, wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Deine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages. Oh, ja. Oh, oh. Nein, geh weg. Oh.
Eris, du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Eris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Eris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Eris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Eris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Eris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Eris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Eris Mutter könnte recht haben. Dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Hm. Alles klar. Okay. Na denn. Auf in Richtung Sektor 7. Das Tor nach Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Weiß ich von Eris. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Ach, Barrett, du bist genauso einfühlsam wie ich. Ja, Sektor 7 braucht nur ein bisschen Arbeit. Das ist gar nicht weiter schlimm. So, lasst mal kurz schauen. Quatsch. Ja. Wo genau war der blöde Spielplatz? Wendefriedhof, Stahlberg. Aussichtspunkt. Nee, das war der Weg von der Kirche aus. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, das hat richtig doll gewackelt. Ich glaube, es gab auch einen Riesenkrach. Keine Ahnung, wo ich die Info her habe. Ich durfte gerade feststellen, ich habe eine Schallplatte vergessen. Oh nein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch nicht alle habe. Weil ich auch tatsächlich nicht überall rumgerannt bin, um zu sehen, wo es Schallplatten gibt. Sieht so gut aus. Bis bald.
So. Kampfbericht, was fehlt mir hier? Chocomappel, jo, ist richtig. Und das ist zum Schockphänomen. Schaden bei Gegnern im Schockzustand auf 200%. Da habe ich tatsächlich noch keine sinnvolle Möglichkeit gefunden. Stimmt, und Vision nochmal einsetzen. Da war was. Okay. Gehen wir mal kurz in die Waffenmodifikation. Weil bei Barrett können wir da noch ein bisschen was machen. So, zum Beispiel können wir hier ein bisschen physischen Schaden mit reindrücken. Yay. Oh, mehr ist leider auch nicht drin. Und auf dem Gatling-Gewehr. Was haben wir da jetzt noch so zusätzlich? Physische Attacke plus 12. Oh, nice. Nehmen wir doch gerne. Und hier nehmen wir dann noch magische Attacke. Schaden von Feuerstoß plus 10%. Oh, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme den Materia-Slot. Ich habe die 200% Schock immer noch nicht gepackt. Ich weiß, es gibt ein Achievement, die Schockleiste auf 300% zu kriegen. Und das finde ich einfach nur übertrieben. Weil, ich habe bislang eine Methode gefunden, um den Schockprozentwert zu erhöhen. Das ist mit Tifas Dreieckangriff. Aber die kann man ja auch nicht so oft machen. So. Ich glaube, hier wollte ich noch auf mehr WP warten. Da war was. Ja, genau. Ach du Scheiße. Das sehe ich auch so. Also mit Tifas Dreieckangriff kriege ich den halt locker um 5 erhöht. Um 5% pro Angriff. Nur, um auf 200% zu kommen, müsste ich also 4-mal diesen Angriff einsetzen. 8-mal, Entschuldigung. Und vorher ist der Gegner tot. Oder die Schockleiste ist ausgelaufen. Eins von beidem. Von daher, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. So. Komm, hauen wir hier mal physische Attacke noch ein bisschen mit drauf. Warum nicht? Sangans Leere. Der Rest ist mir gerade mal egal. Und hier kriegen wir hier noch ein bisschen mehr Schaden drauf. Wie wär's? Nee, nicht wirklich. Ja, wobei, doch ein bisschen was. Ein bisschen was geht. Hier. Yay. Komm, Lederhandschuh, weil wir jetzt eh gerade dabei sind, ne? Geben wir dem noch ein bisschen was Zusätzliches. Physische Attacke plus 18. Nice. Nice. Ich bin im Übrigen mal ein 100% zu machen, bis ich festgestellt habe, dass man von Jesse beim Motorradfahren gelobt werden muss für eine Trophäe. Ja, ja, ja. Die Trophäe habe ich auch gesehen. Und ich habe definitiv vor, mir hier die Platinum zu holen.
nicht on-stream. Das sage ich gleich. Das werde ich nicht on-stream machen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall vor, mir alle Trophys zu holen. Wird noch lustig. So, nee, nicht Kampfeinstellung, Ausrüstung. So, Tifa, du gehst mal bitte erstmal auf die Überschallfäuste, machst zwar dadurch ein bisschen weniger Schaden. Aber, ich will den Skill lernen. So, und dann bekommst du mal bitte die Vision Materia von Eris. Und, Provozieren? Provozieren wäre eine Idee. So, und dann übernimmst du auch mal Shiva. Okay. So, Barret. Ich müsste das Avalanche Credo ein bisschen häufiger mal einsetzen. Naja. So, hier hatte ich alles, ne? Ja. Okay. Gut. Dann speichern wir mal eine Runde. Einfach, um mal gespeichert zu haben.